gäbe mir mal einen Scheck aus dem Scheckbuch von meinem Vater, ja? Könnte sie das noch? Das ist nicht. Wieso dürfen Sie das nicht? Herr Panzer verteilt die Schecks persönlich. Ich kontrolliere lediglich die Anzahl der Schecks. Sagen Sie mal, Mädchen. Ist Ihr Hirn noch intakt? Oder sieht es schon eher wie ein... Die Autos alle... Ich glaube, geht los! Ja, mein Verlobter sitzt im Wagen und der Wagen steht was, im Parkverbot. Was, dein Verlobter ist wieder gelobt oder was? Sag, wann das? Du hast da... Das hört mich du hast da drin gesetzt. Da kommt das... Man hat sich da drin, der bringt ihn noch... Oh, mein Tropfen, bäbe, mein Tropfen, Mann! Papa, jetzt leg dich doch nicht wieder... Hast du das schon wieder geschafft, den Vater Pat an der Kasper ranzubringen? Ah ja, sie halten mal ganz schön gern Mund, was sie für Ahnung haben. Von der Blase nix, gell? Geht's wieder besser. Sag mir, was ich machen soll. Ich tippe und schreibe und muss den ganzen Tag lang schaffen. Und was macht die? Gar nichts. Die gondelt durch die Gegend mit ihrem Autosche und durch die Männer öfters wechseln als ihre Blüscher. Also, ich würde mir auch nur so ein Glück wünschen. Ich meine, können Sie mir da vielleicht einen Tipp geben, was ich da machen könnte, damit ich mich so ein bisschen an der Herr Panzer ranschmeißen könnte? Weil vielleicht könnte ich da die Firma übernehmen. Lotto spielen. Er heißt? Ja, ich heiße Günther Eimer. Was? Alter? 45. Und der Beruf? Ja. Lehrer? Was lehrst du denn? In Mülheim her? Ja, so wird man doch verarschen. Ich weiß ja nicht, aber... Ach, der Herr. Ach, wo kommen Sie denn her? Gehören Sie zur Firma? Ja, ich bin heute eingestellt worden. Das sehen Sie vornehm aus, ja. Gut, Dankeschön. Aber wo drückt Sie denn da schon? Was machen Sie denn hier im Betrieb? Ich bin LKW-Fahrer. Ich brauche einen Unterschied für meine Lieferscheine. Ich muss schon sagen, Sie sind ja schon wieder da. Ja, und Sie sitzen hier ziemlich relaxed rum. Ich ruhe mich aus, ja. Das lassen Sie mal nicht Baba sehen. Das gibt's ja normal nicht, doch. Gell? Das ist doch mir egal. Ich denke, Sie sind hier eingestellt, ja. Wie sowas arbeiten. Es wird doch nicht gearbeitet zur Zeit. So. Die Arbeiter streiken. Die sitzen ohne an den Maschinen und tun nichts. Die tun nichts? Nee. An die Cafeteria, ja. Geben Sie das Verhalten nicht her. Herr Panda. Ich habe noch einen Scheck. Herr Panda. Sie kennen den Scheck. Die Arbeiter haben vor, das Betrieb zu besetzen, wenn sie nicht so die eine höhere Löhne erhalten. Ich baue mich jetzt ins Bücher aus, jetzt kann ich mir nicht mehr bieten lassen. Wir müssen nur in Betrieb, wir müssen nur in Betrieb, da muss Ordnung gemacht werden. Das reicht mich schon wieder auf. Ich komme hier mit mir. Ja, ich komme hier schon ein bisschen.